Zum Hotfuzz nehmen. Jetzt habe ich schon, geschaltet. Oha. Die Musik ist geil. Die Musik ist sehr chillig. The Sound of Silence. Sounds of Silence. Sehr witzig. Let's go. Dieser Typ, der sein rosa Jizz überhaupt hier überall hinschießt. Das ist so fies. Oh, nice. Oh, when you're at home. Oh. Scheiße, Mann. Der Erkan claimt zur Zeit das große Mutterschiff von Battlestar Galactica. Brathenchioide. Lebensformen. Gärtnerart, du gehst, bist voll auf Brathähnchen, oder? Oh-oh. Was hat denn Knight Rider damit zu tun? Schnell, bringt die Kinder in Sicherheit. Piu. Frisch gepresste Brathähnchen, sagst du, Ekel. Also er kann shooten, nice, ja. Dann schauen wir, was passiert. What the? Mach erstmal die Truhe auf. Okay. Wir brauchen ja Coins, ist ja klar. Ähnlich wie bei Lego Games kann man überall auch draufhauen und es gibt Coins quasi. Man kann sich auch Leben holen. Das Leben macht dann... lässt dann so Pfandflaschen rumliegen, dann kann man die sich das Pfand auch wieder wertvolle Coins holen. Aha. Also hier komme ich nicht durch, da ist Feuer. Da muss ich vermutlich mal ein Drehrad finden, um es auszuschalten. Sieht schon so aus, als könnten wir da drauf schießen, oder? Hey, krass, oder? Das ging. Haha. Was geht ab, Leute? Da ist eins. Gib mir doch jemanden. Sind die in dem Video auch von Anfang an unsichtbar, oder? Muss ich da drin was aktivieren? Erkan und Stefan, so aus meiner Kindheit. Hallöchen, grüße dich. Servus. Sauerstoff weggesaugt zu haben. Jetzt ist blau, jetzt ist grün. Ah, guck mal, die gehen mit mir mit. Schau mal. Ist ja auch geil. Und wohin geht ihr mit mir?
Schau, sie gehen mit. Ey, es ist geil. The Master. Ja, mir ist gut, mir ist gut. Wie geht's dir? Oh, mir brennt der Hut, ey. Seid ihr festgebackt oder was? Jetzt sind sie mit. Nicht da hochgehen. Da verbrennt ihr. Hey, seid ihr blöd, oder? Hier geht's lang. Da ist eine Maschine. Eins. Kann ich jetzt den Waffenautomat aktivieren, oder? Oh, shit. Stark an Lego anlegen, ja, ja. Aubergine 2, oder? Also zwei Auberginen habe ich auf jeden Fall schon mal. Okay, jetzt haben wir die fünf Schalter, oder wie viel? Vier Schalter müssen wir umlegen, damit diese eine Truhe aufgeht mit der Krone. Wobei, die habe ich ja schon. Führe Boxy und Serena durch die Stadt. Ah, verstehe. Okay. Lass erstmal die Schalter umlegen. Also wir hatten da Schalter 1. 1. Fuck, wo war Schalter 2? Zeit flutscht. Hier ist Schalter 3. Was ist hier drin? Lebenzeug, oder?
Der da und... Wo war noch einer? Also warte, wir haben den hier gehabt. Eins. Und einer war noch... Shit. Dann war hier der zweite. Der war hier. Genau. Ja, geh aber weg, Mann. So Typ duzt ja mit meinem Weg rumlaufen, oder? Zwei. Drei. Wo ist der vierte? An der Säule. Da, genau. Okay, gut. Okay. Wir schauen jetzt mal, ja? Ob ich die vier Schalter kriege. Eins. Zwei. Drei. Na schau, komm, komm, komm. Vier. Ja, geschafft. Okay, das hätten wir. Die zwei Püppchen weiter eskortieren. Ja, mache ich jetzt auch. Warte, ich muss ja auch Zeug aus dem Weg schaffen irgendwie. So, komm. Wir gehen weiter. Könnt ihr durch jetzt? Ja, geht es so? Ist es nice für euch? So, jetzt stellt euch mal hier hin, ja? Und ich hol Dings. Ich hol einen. Ich hol einen. Einen Waffendings. Komme ich da nochmal hoch? Wo war ich den Geschützturm? Wo baue ich den Geschützturm? Da brauche ich so ein blaues. Gibt es da eine blaue? Stimmt, da gibt es die blaue Maschine, genau. Die ist hier. Okay. Seid ihr bereit? Zwei Auberginen bis jetzt nur. Hier ist wieder eine. Drei. Ah, die sind ziemlich groß und ziemlich offensichtlich. Die Brennetruhe hat er mir die auch nicht geöffnet. Ja. Gold Nugget.
Turm beim blauen Automaten. Genau, dankeschön. Dankeschön. So, wo sind jetzt die beiden kleinen Opfers? Da, Hallöchen. Wisst ihr, wie wir diesen Geschützturm wegkriegen? Dieses Ding da. Vielleicht geht dann das Feuer aus in dem grünen Kreis. Nicht wirklich, ha? Sind die jetzt tot oder was? Ah, ich kann die wiederbeleben. Okay, krass. Komm mit, ihr Deppen. Jetzt geht's, wenn die oben sind, geht's. Jetzt kommt das Raumschiff. Es kommt wieder höher, es kommt höher. Geht noch höher, wie geil. Ja, Mann. Was ist mit diesem Mandalorian-Dude hier, ey? Wieso mache ich dem gar keinen Schaden? Schon komisch, oder? Gleich bin ich tot. Bruder, gib Leben. First try, ja, Mann. Alles richtig gemacht, danke. Lung, 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 lung. Gib noch eine. What the best? Der kommt auf mich. Der kommt einfach hierher.
Hab ihn! Hat er mich einfach verfolgt, ey. Der krasse Mando. Okay, ihr Lieben. Auf zum Schiff. Rein mit euch. Geh zur Sicherheit. Und Geschichte fortsetzen. Geschafft. Geschafft. Oh. Den baut der Erkan zurzeit aus Blue Bricks. Videos auf unserem YouTube. Wie alt warst du beim Dreh von der Todkampfkraft? Boah, das war 2004. Da war ich 33. Grüße dich, Suayib Palak Gün. Grüße dich. Ich hoffe, ich sage deinen Namen richtig. Falls nicht, teach me, Bruder, teach me. Okay, hier geht's weiter. Boah, wir sind im Mutterschiff. Wir sind im großen Mutterschiff. Der Erkan hat es gebaut, Mann. Was sind das für Zäpfchen? Okay. Verteidige das Canaris Shuttle. What the was? Ah, guck mal. Diese kleinen Mandos. Was machen die Mandos eigentlich auch bei Battlestar? Was machen die da? Ah, guck mal, die geben mir auch wieder Leben. Fair. This is how I stay healthy. Komm her, komm halt her, komm halt her, komm halt her. Komm halt her, du feige Sau. Ah, lieber nicht draufhauen. Nuggets. Zylonen sind das? Ich kenne mich null aus mit Battlestar. I'm rich! Die sehen aus wie, Mandalorians. Oha. Härte im Hangar.
Lass mal unser Schiff in Ruhe hier. Wie seid denn die am draufsten, ey? Wieso geben die keine Leben? Wenn ich die mit der Hand batsche, dann geben die mir Leben. Das ist ja nice. Cool, das habe ich auch nicht gewusst. Wie seid ihr drauf, bitte, ey? Fahrender kleiner Geschützturm, dreckiger Räudiger. Vielen Dank für deine Follow! Vielen Dank, wie krass von dir! Freaky Cat, danke schön für dein Follow. Vielen Dank, Mann. Schon besser. Das Game ist schon süß gemacht, ich finde auch. Es macht voll Spaß. Aber wie viel von den Arschlöchern kommen jetzt noch? Hey, das ist ein Feuerlöscher. Ah, ist wieder so ein Ding, wo man vier Schalter umlegen muss. Okay, gab's gecheckt, ja. Die Musik voll einer auf Drama, oder? Okay. Komm Leute, so langsam, oder? Ah, da muss ein Schlüssel rein, okay.
Mann, oh. Ihr gebt kein Leben, was ist da los? Was ist das hier? Kann man Feuer wegschießen? Nee, oder? Hier ist ein Feuerlöscher. Schalter. Da hinten zählt was runter. Das ist die Truhe. Okay. Basis wurde zerstört. Was? Okay. Okay. Du musst nur aushalten. Damn. Gibt es andere Waffen? Schon wieder wasted, ja Mann. Vielleicht schon mal die Schalter umlegen, habe ich damals besonders. Wo bekomme ich das Drehrad vor allem? Okay. Was ist das für eine Waffe? Vielleicht ist die gar nicht schlecht, ha? Huh? Ah, da kommen dann die da. Mhm. Krone, okay. Lass erstmal hier hinten ein bisschen looten, oder? Bevor ich dahin gehe, startet es noch nicht. Nee, das ist ganz nice, finde ich.
greifen die jetzt an? Sind die schon da? Nee, noch nicht. Also, wo ist das Drehrad? Wo krieg ich den Scheiß? Da ist ein Schalter oben, Digga. Wo ist denn der blaue Apparat für die... da drüben? Für Sprungbrett. Man kann vielleicht auch einen Geschützturm vielleicht auch aufstellen, oder? Ja, Mann. Geh mal her. Kann ich den Geschützturm einfach so hier so hinstellen? Bauen wir noch einen. Gratis. Na krass, nehme ich doch mal mit. Jo, Bruder, danke für dein Abo! Und du hast Glück gehabt, ja? Weil heute eigentlich nur Gäste sind. Hier ist ein Schalter. Den haben wir schon mal. Aber brauche ich 10 so komische Viecher. Chobbit Sister, und da habe ich mich schon gewundert, warum ich Werbung bei euch jetzt sehe. Dankeschön, liebe Chobbit Sister. Vielen Dank für dein Prime. Hallo, Chris Deluxe, grüße dich. Ah, jetzt check ich's. Schau mal. Wenn ich da oben hinschieße. Kommt da Wasser raus und löscht das vielleicht? Nur eine Idee. Nur eine Idee. Wieso kriegt die nicht weg? Das ist das neue Funko-Spiel, ja, Bruder. Was ist das jetzt hier? Ah, nee. Jetzt bin ich on fire, oder was? Bin ich jetzt feuerfest? Nee. Ruf mal, hey Bunnies, ja genau. Also es kommen keine. Hab ich mein ganzes Leben lang schon versucht. Das ist ziemlich sad eigentlich. So, was ist das für eine Flasche?
Hättest du gedacht, dass das Dönertier mal so teuer wird? Ja, du, für 49 Euro kriegst du bei uns ein Dönertier. Das ist doch preiswert, oder? Ja, das, aber du meinst generell den, das zum Verzehr? Ja, dass man mal so 7, 8 Euro zahlt, ist schon krass, ne? Aber es ist halt auch Quality, weißt du. Also sehen wir noch weitere von diesen Schaltern. An den einen komme ich gar nicht was hin, weil da was davor gebaut ist, was ich echt mies finde. Ah, da ist noch so ein Ding. Oh, was ist das? Okay, und jetzt? Energie. Schalter kann man nicht betätigen. Bin ich vielleicht zu früh. Ich habe bis jetzt erst einen Schalter gefunden. Oder? Ich bin doch nicht blöd, oder? Hier ist noch irgendwie einer da. Der hat was aber mit dem damit zu tun, mit dem Schiff. Und da steht auch was davor. Das Zeug kriege ich auch nicht weg. An die Schalter komme ich nicht ran. Es geht um andere Schalter. Es geht um den da oben. Digga, das klingt, als würde irgend so ein Nazi-Diktator rumplären. Döner ist Luxusgut. Davor will ich nicht weiterhin. Oh, nice, okay. Ist das ein Flammenwerfer? Wie viele Schuss? Das war geil. Dieses Ding. Die Truhe hier geht erst auf. Hier ist einer, okay. Eins. Hey, wo ist das Ding? Wo ist meine Sprungplattform hin? Ach, da. Es gibt eins. Okay, wie viel hat die Truhe? Das ist sie gar nicht. Ah, okay, also hier ist ein solches Ding. Ich brauche eine zweite Sprungplattform. Grüße aus Italien. Hallo Fred Joe, grüße dich. Grüße zurück nach Italien. Wo in Italien bist du denn? Machst du Urlaub? Der Benefaktor kostet 1,6 Mille. Das ist 1,7, nice. Niemals bist du da aus dem Film, oder? Never, Digga. Wie, da aus dem Film wird doch nie. Okay, wir haben eins.
Wie viele Riegel hat das Ding? Vier Stück. Vier Stück. Eins. Zwei. Ist ja auch noch sowas. Oh, da ist auch so ein Ding da oben. Wo ist der vierte Schalter? Alter Schalter. Ich meine, ich gucke schon systematisch, oder? Sag mal, haha, wenn ja, krass, hat meine Jugend wieder geguckt. Das freut mich, Digga. Oh, danke, dass den Welt der für 99 Cent gegiftet. Wird es merci, I'm rich, Junge. I'm rich, bitch. Danke für Support. Genau, Support ist kein Mord. Okay, wie krieg ich... das Feuer weg, ey. Also, wir haben hier einen Schalter. Der ist hier. Der zweite Schalter ist da hinten. Den haben wir auch. Und dann haben wir... wo ist der dritte nochmal? Ach Gott, ey. Me and my Orientierung, ey. Bett, willkommen. Urlaub in Fahne mit Freunden. Hab immer noch dein Handtuch aus der ersten Reihe gefangen. Vor ein paar Jahren im Zirkus Krone in München. Aber geil, 2019, oder? Das ist ja nice. Danke nochmal, dass ihr zwei Stunden mit dem gesamten Publikum Selfies gemacht habt. Ja, krass, oder? So sind wir. Es war zwar schon irgendwann anstrengend, aber das haben wir gerne gemacht. Stimmt, wir haben zwei Stunden lang Selfies gemacht mit euch. Kommen wir schon mal. Ja, danke, gerne. Es freut mich sehr, Mann. Haben uns auch glücklich gemacht. Das war ein schöner Auftritt im Zirkus Krone. Ich bin so blöd, ey. Wo sind die Schalter? Da sind auch so Manschgall hingemalt. Halt der Maul. Noel Yilmaz, grüße dich. Schöner Name. Das ist voll der krasse Diktator, der herumschreit. Ja, schau, wenn ich dieses Rad gefunden habe, dann kann ich da aufmachen. Dann löscht es das Feuer. Hallo Prinz Bayern 19187, servus. Die Dinger kann man auch nicht gönnen, oder? Ey, kann nicht sein.
Ich finde vor allem den einen Schalter, den ich schon gefunden habe, nicht mehr. Einer ist hier. Das wissen wir. Der zweite ist dort. Wo sind 3 und 4? Mein Gott, Schalter. Alter Verwalter. Wo sind die krassen Schalter? Den kann man gar nicht betätigen. Der gehört irgendwie hier dazu. Und das lässt sich nicht aktivieren. So weit dürfen die auch gar nicht voneinander entfernt sein. Wenn es rot leuchtet, muss man auf jeden wenigstens einmal teilweise draufballern. Genau so ist es, Day-Day. Wenn was rot leuchtet, einfach mal probieren, drauf zu halten. Geringer Bestand. Mach mich halt nervös. Ich glaube, wenn ich die Dinger aufbaue, die werden mir ordentlich helfen. Oder? Eins noch und dann sind wir halt voll fit, oder? Komm, eins noch. Danke, lieber Fred Joe. Dir auch noch einen schönen Abend. Falsches Kästchen. Ein geringer Bestand. Vorne rot muss man hinten aufhören. Was? Das ist ein Sexspruch. Also, das ganze Schiff ist abgesichert mit Geschütztürmen. Was ist das hier? Retro Game, grüße dich. Ich habe dich vor ein paar Jahren im HH Comedy Club gesehen. Bei Thorsten Bär. Ach, wie krass. Bei Thorsten Bär. Aber nicht im Bahnhof. Als dieser Sturm war. Das war ein scheiß Auftritt. Und Thorsten Bär ist korrekt. Mach ich gerne. Yo, danke für dein Follow. Ja, du hast Glück gehabt. Du bist gerade noch reingekommen. Weil wir sind eigentlich voll. Oh, die löscht. Aber nicht hier. Ich fand den Auftritt gut. War 2011 rum. Ach, wie krass. Ach, wie krass. War ich da als Hansi Hinterfinger oder was? Ist ja geil. Wie viel Wasser habe ich noch? Das nutzloseste Wasser der Welt. Ja, voll, oder? Dieses Wasser bringt ja mal gar nichts. Ey, hier ist ein Schalter. Eins. Zwei. Läuft ja bei mir. Drei. Drei.
Hä? Okay, warte. Eins. 20 Sekunden. Ist nicht viel. Noch 10 Sekunden. Vier. Also weit kann es nicht sein. Weit kann es nicht sein. Der Schalter ist nur... Nee, hä? Hier ist einer. Ist hier vielleicht noch einer? Nee. Hier ist auch keiner. Und den kann man nicht betätigen. Gibt es hier noch eine Oben-Plattform? Ich habe nur 3 Schalter gefunden bis jetzt. Es kann nicht sein, der muss doch noch in der Nähe sein. Echt tricky, oder? Hinter deinen Verstrebungen an der Wand außen. An der Außenwand. Du meinst hier so irgendwo? So sah es aus. Ja, ist ja so gut möglich, dass es ist. Die Scheiße ist ja immer gut versteckt. Dass man irgendwo noch hochklettern kann. Und hier ganz hinten ist auch nichts. Was ist so voll versteckt, so auf Long Distance mäßig, dass ich ein bisschen meine Kondition aufbrauchen muss beim Rennen. Ey, komm, Leute. Wo ist der Schalter?
Das ist so blöd. Die Dinger gehen nicht weg. Eins. Zwei. Drei. Und sonst, weiter oben ist auch nichts, oder? Sieht man hier noch was? Mit Walljump da hoch. Warte. Der war doch hinter den Kisten, diese gelbe Leuchte, oder? Nee, The Master, das ist ein anderer Schalter. Guck mal hier, 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 hier ist er. Hier ist der Schalter. Oh, Junge. Oh, wie geil. Okay, pass auf. Okay, pass auf. Zwei. Okay, das ist dann drei. Und wo ist er? Wo ist er nochmal? Vier. Da ist er versteckt. Oh, diese Arschlöcher, oder? Okay, also quasi. Strategie muss sein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Mach. Ah, zu spät. Schlecht gezielt. Nochmal. Eins. Zwei. Fuck. Drei. Ah, okay. Nochmal. Da geht's auch durch. Da geht's auch durch, okay. Eins. Zwei. Außenrum. 10 Sekunden noch. 3. Davor stellen. 4. Jawohl. Und hier ist die Krone. Also die Krone haben wir schon mal. So. Dann nochmal Leben machen, oder? Kann ich mehr halten. Okay, gut. Also, dann holen wir mal die Bösen, oder? Zehnmal ist wieder back, kurz eingenickt. Herzlich willkommen, Bruder. Schön, dass du zurück bist. Ach, guck mal. 6 Stück. Sieben.
3 noch von dem Häschen-Tierchen da. Eigentlich müsste die eigentlich... Na gut. Warum hat er auch eine Waffe und keinen Dönerspieß? Ja. Ich habe tatsächlich einen Dönerspieß. Im Spiel. Nur nicht aktiviert. Den habe ich im anderen Level vergessen. Da hinten ist einer. Na gut. Let's go. Ja, ist kein Dönerspieß, ist ein Schwert. So, jetzt alles verteidigen. Erstmal das Ding hier zerstören. 8. Die Dinger muss ich auch sammeln. Hier ist auch noch eins. 9. Eins fehlt noch. Wo ist das 10? 10. Das haben wir alle. So. Ihr werdet schon auch erschossen, oder? Von den Geschütztürmen, oder täusche ich mich da? Die funktionieren schon, die Geschütztürme, oder was? Gute Waffe. Komm schon. Mal einen Geschützturm, oder? Was ist da hinten? Was wollen die? Da hinten was angegriffen. Ah, die Truhe geht jetzt auf. Ja, okay, krass.
Goldene Krone, nice. Lass uns zurückgehen und die Bösen angreifen. Ich kaufe nochmal einen Geschützturm. Aber so geht's, die Dinger helfen. Da kommen welche. Eine Säcke, ey. Okay, wo sind weitere Böse? Ich hol nochmal einen Geschützturm. Hab ja Zeit. Achtung, Abo-Falle! Viel Spaß mit der neuen Waschmaschine! Ey, der liebe Phone-Gumpy, danke für dein Abo, Phone-Gumpy. Chris Deluxe hat morgen Frühschicht. Was, am Sonntag? Was, bist du Pfarrer oder was? Wer hat morgen Frühschicht? Was ist mit dir los? Phone-Gumpy. Ja, dann gute Nacht und danke fürs Zuschauen. Jetzt liegen die Schalter frei für die Fluchtschiffe, das kann natürlich sein, ne? Der liegt nicht frei. Und der liegt auch nicht frei. Warum? Wäre aber cool, oder? Kann ich auch nichts machen. Diese Energiedinge, die checke ich auch nicht. Liebes Game, what's next? Schiff wird euch angegriffen und nix. Ah, da ist wieder einer. Nix, oder? Da ist wieder was. Die helfen schon, die Geschütztürme. Leben. Hat der Fork zu mir gesagt, oder was?
Oh, wieder angegriffen. Hätte noch ein Geschütz zu machen. Wow, schnell, 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 schnell. Leben, 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 leben. Nein! What the? Was? Ja, Mando besiegt. Yo, Kai Skamania, grüße dich. Vollkommen richtig, dass ihr einen Film umsonst ohne Werbung zur Verfügung stellt. Habt ihn vorhin direkt angeschaut. Das ist sehr geil, Name is already used. Haben wir gerne gemacht. Sehr geil. Macht uns ja auch Spaß. Ey, Chef, Schlüssel geholt. Schlüsselloch. Und sind die Dinger jetzt offen? Nee. Komisch, oder? Das müsste doch offen sein, oder? Auch hier. Das kriege ich nicht runter. Kann das Feuer mit Feuer bekämpfen, aber es geht auch nicht. Achtung, Achtung, krasser Raid macht fetten Body Slam in dein Game rein. Hallo lieber Burian und Dankeschön für dein Raid. Hallöchen. Servus. Oder irgendwas desintegrieren oder so. Das Feuer vielleicht. Nee. Feuer kann man auch nicht wegpixeln. Falk C. sagt, sehr geehrter Stefan, ich freue mich, Sie hier wieder auf YouTube genießen zu können. Fabelhaft sehen Sie aus. Gruß und Küsschen aufs Nüsschen. Dankeschön. Dankeschön, hey. Voll das nice Kompliment. Herr dem Hangar, finde die Krone und schnapp sie dir. Da ist die Krone. Ich weiß, da ist die Krone, aber... Gibt es irgendwelche anderen Charaktere, die was können? So, jetzt habe ich genug. Jetzt kann ich mir die Krone holen. Digga. Also, weiß jemand von euch, wo das Wasserrad versteckt ist?
Ich hab die Krone. Ich meine, Wasserräder sind wahrscheinlich an irgendwelchen anderen Leitungen befestigt. Schau mal. Die sind in der Regel nicht weit versteckt. Nicht weit weg versteckt. Rätsel, 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 oder? Weh, die ist hier drin, weißt du? Die Musik, ja, absolut, Mann. It's enough. Ja, dann würde ich mal sagen, dann gebe ich jetzt einfach auf. Hart enttäuschend. Aber wenn von euch auch keiner helfen kann. Was ich echt richtig mies finde von euch. Muss ich mal sagen, ja. Bin menschlich schwerst enttäuscht. Dass mir keiner hier einen Tipp gibt, wo dieses Rad ist. Ich habe jetzt wirklich ganz verzweifelt, ganz lange schon gefragt. Und es kommt nix. Es kommt nix. Ja, Snitch, du kannst eine Weihnachtsautogrammkarte holen. Natürlich gerne. Gerne, 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 mein Lieber. Wir brauchen jetzt auch nicht mehr den Chuxi, sondern der Zusei und die Blue Eyes haben gesagt, sie nehmen sich die Zeit und können diese Listen machen für uns. Ist echt cool. Aufgeben ist keine Option. Meinst du, Snitch? Snitch. Doch. 5 Minuten noch, dann ist eins. Dann mache ich Schicht im Schacht. Das bringt auch nichts. Ich weiß, ihr kennt mich, ich bin kein Aufgeberer. Ihr wisst es von mir. Wo ist dieses Drecksscheiß-Huren? Well, excuse me. Jetzt wird er frauenfeindlich. Nein, ich. Nein, save nicht. Wo ist das Rad? Mafia sagt 11 Zuschauer. Ach, krass, oder? 11 Zuschauer. Ja, auf YouTube wahrscheinlich, oder? Ich streame ja parallel auch auf YouTube. Stimmt, das vergesse ich immer wieder. Auf Twitch sind wir ein bisschen mehr, oder? Wie viel sind wir auf Twitch? Drück's mir nur rein, dass wir YouTube erst gestartet haben. Ich weine, 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 weine. Gut, Leute, das war's jetzt. Also, ich finde es nicht. Ich finde dieses scheiß Wasserrad nicht. Gemeinsam sind wir stark. Meinst du, Borsti? Let's go. Handgeblasen. Ihr seid bekloppt.
Also wenn, dann fängt jetzt nur noch durch Zukunft. Durch Zufall. Hier ist es. Es ist normalerweise nie weit weg. Weißt du, was ich meine? Da oben waren wir schon. Das haben wir alles schon gecheckt. Wir haben alles abgesucht. Jeden Quadratzentimeter ist dieser Drecks. Raumstation. Spaktika hier. Battlestar Galatasaray. Oder wie das heißt. Snitch sagt, wir finden das Ding. I doubt it. Crack this boat open. Wide open. Ja, und ChatGPT weiß es nicht, weil das Game zu neu ist. Ich könnte heulen, ey. Schlauch. Das schlaucht mich langsam. Das kann man auch nicht so gut verstecken. Das ist doch Bullshit, das so zu verstecken. Das muss doch findbar sein. Blue Eyes schleppt sie in mein Spa. Wenn ich zurück bin, hast du das gefälligst gefunden. Okay. Ich wünschte. Ich bin wahrscheinlich gleich weg. Ich werde jetzt einfach bailen, ey. Take the crown. Bye bye. Ich bin halt ein fucking Komplettist, ich kann es nicht ändern. Na gut. Geschichte fortsetzen. Oh, was mit dem Huhn? Der ist geschossen worden. Und er ist eingesperrt. Wir können einen Hund neu zusammenbauen. Wir brauchen Teile. Guck mal in den kleinen Räumen mit dem Schwungbrett. Ach, krasse Idee, Borsti. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Mit dem Sprungbrett in den kleinen Räumen hochspringen. Wieso sagst du das jetzt, Mann? Wieso sagst du das jetzt, ey? Zu spät. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Aber guter Tipp. Aber Leute, wir speichern das Game. Optionen. Ah, warte. Das war das Frackattack. Wir schauen nur mal aus Neugierigkeit aus.
Kann man das überspringen? Kleinen Räumen mit dem Sprungboot. Okay, gib mal kurz 1000 Punkte irgendwo her. Die Frau hier ist nicht. Okay, Sprungboot. Okay. Wäre der Hammer, wenn es geht, ja. Wäre der Hammer. Aber wie mies wäre das versteckt, oder? Wie mies. Hätte man auch normal hochgucken können. Da hätten sie aber auch was verstecken können. Das wäre doch nett gewesen, oder? Haben sie aber nicht. Nope. Noch genau da, wo der Anschluss ist. Was? Du meinst hier? Ja, oft ist wirklich genau da, wo der Anschluss ist, auch. Wirklich dann das Rad, was man sucht. Ich hätte es irgendwie hier reingesetzt, in diese Mulde oder so. Vielleicht haben sie einfach vergessen. Die haben einiges vergessen in dem Game. Auch wie dieses Ding hier aufgeht. Also hierfür ist null Lösung. Oh, okay. Hey! What? Was ist das jetzt? Da ist es ja. Aha! Da ist es ja. Und damit müsste ich jetzt was weiteres aufschlüsseln können. Ein Limo-Prototyp. Na gut. Aber was wir jetzt noch nicht geschafft haben, ist die Schiffe loszuschicken.
Das geht nicht weg. Und das geht nicht weg. Aber wer beständig sucht, der findet dann auch, oder? Wer sucht, der findet, Leute. Das ist schon krass. Aber die Schiffe, die Schiffe, die Schiffe. Wir haben ja diese roten Buttons, was die bringen. Flammenwerfer. Habe ich schon versucht gehabt, Borsti. Flammenwerfer haben wir schon gehabt. Aber klar. Auch dieses Ding hier. Kann man da nicht betätigen. Siehst du, mit Flammenwerfer geht auch nichts. Diese Schweine. Batz. Das geht ja auch nicht auf. Da fehlt mir dieses Energy Level irgendwie. Also, mehr geht nicht. Ey, Glückwunsch zu deiner krassen Autogrammkarte. Kanalpunkte eingesammelt. Hey, wer hat eingesammelt? Stabiler Move. Ah, krass. Was machen wir damit? Sehr, sehr nice. Viel, viel Vergnügen mit der Autogrammkarte. Und jetzt auf den Link klicken. Hä, wo ist das Schwert hin? Weiß auch nicht. Ich habe dieses Schwert gehabt vorher, was den Kraken im Boden gemacht hat. Auch nicht. Ist das Söder? Nee, klingt eher nach Hitler. In den Lautsprechern. Spooky, oder? Okay, wir beenden das Game. Leute, aber Spaß hat's gemacht. It was fun. So, ihr Lieben. Ich sag mal, jetzt sollte ich dann doch mal gute Nacht sagen, oder? Vielen Dank für euren Support, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Es ist Samstagabend. Ich schicke euch jetzt noch weiter. Dankeschön, liebe Blue Eyes fürs Modden. Danke, lieber Chrysler Funk.
Danke, Daily, du krasser Typ. Wen haben wir denn noch hier? Das war's. Aber vielen Dank, ihr Lieben. Viel 94, hast Autogramm eingelöst. Wir checken das gleich mal nach. Unser krasses, kompetentes Team wird sich dieser Sache annehmen. Dankeschön für den Raid an Budien. Ja. Weihnachtskarten eingetauscht hat wer? Wer das war? Der Stefan hat es eingetauscht. Krass, oder? Und genau, ihr Krassen. Lieber Borsti, dankeschön. Trotz allem, du hast dir echt Mühe gegeben. Aber am Ende haben wir es dann doch nicht geschafft. Obwohl das Wasserrad ist plötzlich aufgeploppt. Gute Nacht, liebe By Just Alice. Und genau, ganze ihr lieben Leute, ich wünsche euch was. Schlaft's gut, bleibt's krass. Und ich schicke euch jetzt einfach nochmal weiter zu vielleicht Indinos oder Küste. Crime Scene Cleaner. Hört sich lustig an beim Knister. Da schicke ich euch hin. Genau. Also, dann sage ich mal viel Spaß bei Knister beim Crime Scene aufräumen. Das sieht aus wie ein geiles Spiel. Aber es ist so First Person, das mag ich immer nicht. Na gut, also dann, viel Spaß da drüben und gutes Nächte.